Andere Länder, andere Sitten. Sprachliche Unterschiede und kulturelle Unterschiede sind auf Reisen vorprogrammiert. Mach dich auf ein interessantes Video gefasst. Hey, ich bin Tim von Tim Ventures und hier geht's um Reisen, Auslandsaufenthalte und noch viele Dinge mehr. Wenn dich das Thema interessiert, lass auf jeden Fall ein Abo da, dann verpasst du nämlich nichts mehr. Schau auch zu jeder Zeit des Videos gerne in die Videobeschreibung, wo ich Texte und Links einfüge zu den Sachen, die ich hier im Video erwähne. Ich persönlich schaffe es sogar selber auch in Deutschland in Fettnäpfchen zu treten und sage oft Sachen, die ich, ja, keine Ahnung, anders meinte, als ich sie gesagt habe oder es kommt zu Missverständnissen und das ist dann irgendwie immer eine recht komische Situation. Meine Freunde kennen das zum Glück mittlerweile ganz gut und lachen sich einfach nur über mich schlapp. Aber im Ausland kann dadurch auch ganz schöne awkward Situationen entstehen. Und deswegen erzähle ich euch einfach in diesem Video ein paar interessante, ja, sprachliche, kulturelle Fettnäpfchen der verschiedenen Länder. Viel Spaß! Dazu sei gesagt, dass ich eigentlich als Fremdsprache nur Englisch spreche und ich deswegen manche der gleich kommenden Wörter eventuell nicht richtig ausspreche, aber ich glaube, ihr versteht schon den Sinn dahinter. Einen Schwanz bitte! Wenn du in Lateinamerika oder Spanien unterwegs bist, dann bestell unbedingt eine Coca-Cola oder Pepsi-Cola, denn Cola alleine heißt auf Spanisch nämlich Schwanz. Diese unangenehme Situation mit dem Kellner möchtest du dir bestimmt sparen. Frohen neuen Anus. Eine Kollegin von Praktika-Welten hat in Costa Rica einmal statt Año Ano gesagt und das bedeutet so viel wie Anus. Año bedeutet nämlich eigentlich Ja und damit wollte sie ein frohes neues Jahr wünschen. Der Schuss ging allerdings nach hinten los. Glücklicherweise für sie hat das Team das mit Humor genommen. Der Daumen nach oben. Der Daumen nach oben ist nicht wie in Deutschland immer ein positives Zeichen. Das Zeichen für okay ist es ja auch oft in Deutschland. Im Ausland sollte man aber teilweise lieber diese Geste benutzen, denn in manchen Ländern ist der Daumen nach oben nämlich eine Beleidigung oder zumindest nicht in der Bedeutung da, wie wir ihn in Deutschland haben. Einen großen Unterschied gibt es in der Geste auch zum Beispiel beim sogenannten Daumendrücken. Das ist jetzt nicht irgendeine Beleidigung oder so. Jedoch zum Beispiel im Englischen, das kennt man vielleicht, heißt es nicht Daumen drücken, sondern Fingers crossed, wenn man dann jemanden oder sich selber viel Glück wünscht. Ähnlich fällt es sich auch mit dem Peace-Zeichen quasi oder dem Victory-Zeichen. Je nachdem, wie rum man das nämlich hält, ja, bedeutet das in Australien quasi den doppelten Stinkefinger. Da ist sogar jemand ziemlich Berühmtes schon mal drauf reingefallen. Und zwar hat der amerikanische Präsident Bush, also der Senior Bush, während seiner Amtszeit mal Australien besucht und wollte ein paar Farmern das Victory-Zeichen zeigen. Zeigt es aber nicht so, sondern so rum. Und das wiederum bedeutet, ja, dass man dann quasi den doppelten Stinkefinger zeigt. Das ist wirklich oberpeinlich. Versucht das bei einem Aufenthalt in Australien zu vermeiden. Den Chef findest du in der Küche. Einige, die schon wahrscheinlich ein bisschen älter sind von euch, kennen das Wort bestimmt schon, denn Chef ist in Englisch das Wort für Koch. In England ist nämlich, und Amerika, Australien etc., ist das Wort für Boss, also dem deutschen Chef, ist es nämlich der Boss. Also auf Englisch Boss statt Chef. Immer freundlich, aber bitte auf Distanz. Die Neuseeländer haben tatsächlich auf ihrer Regierungswebseite eine eigene Webseite, die Touristen darüber aufklärt, welche Eigenheiten die Neuseeländer haben. Echt witzig, schaut euch das unbedingt mal an. Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Offenheit wird hier echt groß geschrieben, also Neuseeländer sind echt ein paar coole Menschen. Aber man muss dazu sagen, dass sie tatsächlich einen recht hohen Wohlfühlbereich haben und man sich denen nicht zu nah nähern sollte, weil sie sich sonst unwohl fühlen. Zumindest steht das auf der Webseite. Ob das wirklich stimmt, ja, das kann man nur herausfinden. Aber vielleicht wollt ihr es auch gar nicht herausfinden. Ihr könnt es zumindest jetzt vermeiden. Buddha gehört nicht auf die Haut. Buddhisten nehmen es recht eng mit ihrer Religion. Und ja, ihr solltet zum Beispiel, wenn ihr ein Buddha-Tattoo habt, ja, das entweder nicht zeigen, beziehungsweise gar nicht erst nach Südostasien einreisen. Das kann für euch sonst nämlich schnell zum Problem werden. Ja, ein spanischer Urlauber wurde deswegen schon aus Myanmar ausgewiesen und eine britische Touristin durfte gar nicht erst einreisen. Es geht weiter mit den Buddhisten und zwar ist für die ein heiliges Körperteil der Kopf. Und der ist so heilig, dass man ihn eigentlich nicht anfassen sollte. Wird er angefasst, dann wird er entehrt.
Klingt erstmal gar nicht so schlimm und man fasst ja im Endeffekt auch keinen fremden Menschen an den Kopf. Ja, aber es gibt dann ja doch ein paar, die ein FSJ oder so oder zumindest ein bisschen Freiwilligenarbeit in Thailand oder anderen südostasischen Ländern machen. Und dann kann es mal schnell vorkommen, dass man aus Gewohnheit den Kindern dort, auf die man zum Beispiel aufpasst, auf den Kopf tätschelt. Aber tatsächlich sollte man das eher lassen, denn ja, das ist gegen deren Religion, sofern das Buddhisten sind. Ja oder nein? Das ist hier die Frage. In Indien bedeutet ein Kopfschütteln ja statt nein. Ebenso ist es auch unehrenhaft, wenn man fragt, ob man zum Tee eingeladen wird und man dann einfach nickt. Das ist nicht gut. Und auch beim Verhandeln auf Flohmärkten sollte man ebenfalls die Unterschiede zwischen ja und nein beachten. Das kann sonst nämlich auch mal schnell nach hinten losgehen. Tatsächlich gibt es dieses Problem in einigen Ländern. Es gibt dazu auch zahlreiche Artikel im Internet, kannst du ja einfach mal gucken. Oft gibt es auch zum Beispiel Nationen, in denen es sich nicht gehört, Nein zu sagen. Also zum Beispiel in Mexiko, da ist es so, da gibt es dann halt unterschiedliche Formen von Ja. Also es ist immer noch das gleiche Wort, aber je nachdem, wie es die Leute dann sagen, weil sie sind in Anführungszeichen zu nett, um Nein zu sagen. Oder auch, wenn sie dir eine Wegbeschreibung geben, dann unbedingt darauf achten, wie sicher sie sich anhören, weil er auf jeden Fall Ja sagen wird oder sie und dir den Weg dann beschreiben wird. Aber ja, wenn sie sich etwas unsicher geht, dann kann es sein, dass sie einfach nur so Ja gesagt haben, weil es sich sonst für sie nicht geziemt hätte. Nicht der Kunde, der König ist König. In Thailand ist der König wirklich das Staatsoberhaupt und auch für viele Menschen, ja, nun ja, hoch und heilig. Und das kann schnell zu Problemen führen und zum Beispiel sollte man sich halt wirklich nicht abfällig in Thailand über den König äußern. Darauf gibt es nämlich wirklich extrem strenge Strafen und es können schon so Kleinigkeiten sein, wie wenn man auf einen Geldschein tritt. Das kann dann direkt schon mal zu einer Gefängnisstrafe führen. Sollte man eher vermeiden. So, ich hoffe, das Video hat dich unterhalten, aber dir auch ein paar wertvolle Hinweise gegeben, die du für deine künftigen Auslandsaufenthalte nutzen kannst. Ich hoffe, das Video hat dich gut unterhalten und dir auch ein paar wertvolle Hinweise gegeben. Wenn es dir gefallen hat, gebe ihm gerne einen Daumen nach oben und teile es auch unter deinen Freunden. Auf meinem Kanal findest du noch viele weitere Informationen zum Thema Reisen und Auslandsaufenthalte. Schau da gerne mal nach und hinterlass auch gerne ein Abo, dann verpasst du nämlich nichts mehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao.